drauf. Nein, leider nicht. Verdammt! Ja, der Sound ist gerade da. Warte, ich stehe ja neben den beiden, oder? Ja, du hast David zu. Also ja. Sie werden uns so. Aber Moment, der war ja noch ein Talken, oder? Ja. Ja, eben. Er hat nur gefragt, wer er ist. Richtig. Ja. Dann ich das auch. Wobei, da hat mich so ein Nachbar belästigt. Angerempelt. Oh, okay. Ja, wirklich. Ja, ja. Das sind alle nur. Nein. 100 Pro. Die sind alle ziemlich unhöflich in der Gasse. Und ich glaube in der ganzen Stadt auch. Also, du bist da nicht reingekommen? Ja, ich bin dann lieber weggegangen, bevor der daneben mir steht, während ich versucht einzubrechen oder so. Aber ich hätte auch nicht mit dem kämpfen können, Deutschland. Da werde ich sein, ja. Also, sage ich zu den beiden, ja, ihr wisst schon, wer der Dietrich hier hat, ja. Der geile. Dann kannst du mir einen geben. Du kannst mir gerne einen geben. Hast du gut Schlösserklappen? Ja, natürlich, ich bin ja Einbrecher von der Profession her. Ja, also, ich weiß nicht, ob ich mir da nicht mehr halt drauf. Und das macht ja praktisch alles. Also, wir können ja zu dritt da hingehen und mal versuchen. Nee, also, erstens, stopp halt. Erstens mal will ich vorstellen, dass wir nicht zu dritt vor einem Schloss stehen, vor einer Tür stehen. Das ist ja auffällig. Zweitens würde ich es, wenn, in der Nacht machen. Also, gut, was willst du dann nicht dabei machen? Wenn ihr nicht uns entweder die Stadt anschauen oder. Sightseeing! Ja. Was ich auch noch herausgefunden habe, ist, die haben keine Kirche, ja, keine Priester in der Stadt. Ja. Das ist ja. Das ist ziemlich hart. Das heißt, wenn ihr fragen solltet, dann zu Pech kommt. Muss ich euch einen Grab machen? Dann sind wir auf den Nostroma angewiesen, um zu bestatten. Okay. Ja, wenn ich will. So, vielleicht wirklich mal ein bisschen die Stadt anschauen hier. Ja, jetzt. Gut, dann warten wir, bis es Abend wird. Ich schaue mich um, ob ich. Das sind ja Marktstände. Und die Leute sind ja doch schon da, oder? Ja. Von den Marktständen. Ich schaue, ob ich den Marktstand, ob dahinter eine geschwätzige Frau steht. Also ich schätze halt so ab, wenn ich da sowas finde. Hinter mehreren sogar, ja. So, sehr geschwätzige. Ach, nur diese Frauen. Marktverkäufer. Dann drinnen. Schaue ich, dann gehe ich wirklich den Leuten ausweichend zur nächstgelegenen gefetzigen Frau. Okay. Ja, hallo, was kann ich denn für dich tun, mein Kind? Was das bietet so an? Die bietet Gemüse an. Gemüse? Kohlköpfe und sowas. Und Spinat, mag ich. Und richtige Köpfe. Das ist kein Gemüse, das ist andere Ware. Paprika oder so? Nee, die gibt's halt nicht. Achso, ja. Schade. Das bist du. Naja, sag ich. Ja, zum Große. Wenn ich keine Kirche nicht mehr habe. Ist der Markt das ganze Jahr jeden Tag über offen? Ja. Das heißt, wir können eigentlich ziemlich gut beobachten, was so passiert, oder? Das ist richtig. Passieren da manchmal auch komische Sachen? Nein. Die eher nicht so dem täglichen Marktgeschehen ähneln. Sehr häufig sogar, ja. Schon? In welcher Liga halten wir uns da auf von komischen Sachen? Einfach nur Raufbolde oder mehr so magisches Zeug? Magisches Zeug jetzt schon länger nicht mehr. Früher habe ich das tatsächlich häufig mal gesehen, dass da Magier waren. Ja, aber irgendwie mir ist schon länger nicht mehr aufgefallen. Kennen Sie auch einen Magier zufällig? Ist mir keiner bekannt, der hier im Moment in der Stadt wohnt. Auch nicht. Aber Priester haben Sie auch keinen in der Stadt, oder? Doch, wir haben doch da eh unsere Kapelle. Doch. Sehr gut besucht. Die Hauptstadt ist eine Kapelle. Ja. Nicht mit der Kirche. Nein, also wurde nie erbaut. Hat uns das Geld für gefehlt. Hauptstadt. Okay. Wo befindet sich diese Kapelle? Der Hauptstraße folgen und die führt genau darauf zu. Die Hauptstraße führt direkt zur Kapelle. Ah, okay. Also kann sie eigentlich gar nicht verfehlen. Hören das nicht, oder? Nee. Also sie kann sie eigentlich gar nicht verfehlen. Richtig. Das ist interessant. Hat die auch so Kohlköpfe und Spinat noch was? Ich will da wirklich gerne was abkaufen, aber dann nicht mal.
Das kann ich alles gebrauchen. Gemüse halt, Zucchini. Gurken auch, ja. Dann danke ich Ihnen für das nette Gespräch. Gerne. Und würde gern 2 Gurken kaufen. Das wären dann 4 Heller, bitte. Gib mir 5. Bucherpreise. Oh, danke. Such mir 2 schöne Gurken aus, muss ganz schön. Bucherpreise, ich gebe 5. Ich bewege mich auch Richtung Markt. Okay. Ich gehe dann zu den anderen 2 zurück. Okay. Ich schaue wegen einem Stand mit. Gemüse? Also ich schaue generell wegen einem Stand mit Essen oder nicht Gemüse, also dass man halt gleich essen kann, nicht irgendwie zubereiten muss oder so. Also eine Gurke genommen. Gebäck zum Beispiel, oder keine Ahnung. Sehe ich da was? Ein Stand nicht, aber es gibt einen Bäcker da beim Marktplatz. Nein, ich schaue wegen einem Stand. Dann findest du keinen. Okay, dann schaue ich wegen irgendwas mit Früchten vielleicht oder sowas. Das gibt es massenweise, ja. Massenweise, dann gehe ich zum nächstbesten. Okay. Den 12 zum Gruße. Ich nehme aus meinem Topf den Hasen aus dem Tag mit hin. Was soll ich damit? Oder ist doch immer noch mein Hase, oder? Ja. Und? Und du bist nicht dabei. Du kannst jetzt auch werfen, ob du ihn siehst. Tauschen? Okay. Aber ich, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was ich mit einem toten Kaninchen möchte. Okay, ich gehe zum nächsten Stand. Ich bin ein Obstverkäufer. Ich gehe zum nächsten Stand weiter. Ich bewege mich langsam auf Nostromo zu. Wir machen nochmal das gleiche. Tauschen. Erwische ich ihn noch, bevor er dorthin geht? Ja. Du warst ja bei einem Obststand, beim Gemüsestand in deiner Nähe. Ich kreuze ihn so, oder wie? Genau. Dann halte ich ihn fest. Also am Arm so, nehme ich ihn und versuche ihn so zumindest zu drehen. Und sage ihm, die haben doch eine Kirche. Das heißt, ja wirklich. Das heißt, entweder schaue ich jetzt zu der Kirche und ich versuche es in dieser abgelegenen Taverne. Vielleicht haben die mehr in die Richtung komische Leute zu sagen. Okay, wenn du noch kurz wartest, dann gehe ich mit. Wohin? Ja, dort, wo du hingehen willst. Okay, dann treffen wir uns am Ende vom Marktplatz und ich gehe Richtung Hauptstraße. Da, wo halt die Straße anfängt nach dem Platz. Okay. Geradeaus, damit er weiß, wohin muss. Aber wenn der David geht, dann gehe ich ihm halt auch nach. Und komm später, also... Oh, das Timing ist überhaupt so. Ein bisschen später nach ihm bei der Frau, wie heißt sie nochmal? Elaine, ja. Dann geht David ja wieder weg, oder? Ja. Sag ich zu Elaine, ja, ich muss dir was sagen. Das mit dem Einbrechen machen wir am Abend, oder? Ja, als letzter Ausweg. Okay. Dann warte ich bis Abend auf euch und gehe jetzt einkaufen. Viel Spaß. Sagst du mir das so? Nein. Achso. Aber mit seinem Ton so einkaufen. Ich nicke nur leicht. Okay, und ich gehe. Sehe ich einen Schmied? Weiter. Ein Schmied? Ja. Gibt es nicht beim Marktplatz. Ja, aber jemand, wenn der. Ein Schmied. Jemand, der so Messer und so verkauft. Gibt es einen einzigen Stand ganz weit hinten? Ich gehe verkaufe Messer. Den 12 zum Gruße. Den 12 zum Gruße. Das ist ein Mann, oder? Ja. Okay. Entschuldigung. Ich habe eine Frau Messer verkauft. Also. Ja, Kochmesser. Also. Ach so. Die kannst du kochen, ne? Also, sehr geehrter Mann, ja. Sehen Sie sich dieses tolle Messer an? Ja, ich nehme sein Messer aus meinem Rucksack und zeige es Ihnen. Wollen Sie es von mir abkaufen? Rucksack verkaufen. Wir könnten auch nicht. Ja, das stimmt. Billige Ware. Brauche ich nicht, danke schön. Sind Sie da sicher? Ich habe ein Auge für sowas. Okay. Naja. Frage ich Ihnen, gibt es einen Schmied in der Stadt? Ja, auch hier in der Nähe direkt. Okay. Können Sie mir sagen? Der stellt mir auch meine Messer her. Der ist, wenn Sie zur Hauptstraße gehen, die erste Straße direkt rechts. In dieser Straße befindet sich der Schmied. Okay, dann gehe ich nicht zum Schmied. Okay. Die anderen? Ja, kann ich jetzt endlich mal zum Markus aufschließen? Ja. Meinen Hasen zurück. Einmal will ich noch tauschen.
Okay. Ich will nicht zur nächsten Stadt gehen, David schreibt mich wahrscheinlich gleich an. Ja. Ich schnicke. Ich hätte gerne meine Hasen. Dankeschön. Dankeschön. Das ist ein Hase umgefallen. Ich nehme meinen Hasen und. Ich hätte nur Stand zu dir da. Nein, jetzt damit. Du bist immer noch in deiner Tasche am Backkessel am Backen. Aber ich überlege gerade, ob ich ihm meinen Falken gebe. Den ganzen Hasen kann ich nicht. Ja, eben, das ist ein bisschen viel, aber. Ja, ich komme, ich stecke in meine Packtasche am Pferd. Könnte ich sie noch reuten? Mal probieren. Okay. Nein. Wobei. Mit der Markus steht er so da, das ist gut. Langsam an den Mars. Gibt es da auch einen Fleischer? Ja. Dann gehe ich zu dem. Ach so, scheiße. Das ist ja Dienstleistung, das kostet ja Geld. Ich wollte ja was zum Gleichessen haben. Ich will nicht Fleisch gegen Fleisch tauschen. Oder dass ich heute habe. Ich wollte was zum Essen haben. Hast du doch Geld oder was? Ja, ich will kein Geld ausgeben. Ich bin geizig. Ich jetzt doch mal. Also ich gehe einfach mal zum Fleisch und frage den Fleisch. Also gut zum Gose. Kenn ich irgendwo her. Nein, nicht Gott zum Gose. Den 12 zum Gose. So. Was hat gut heute sind sie auch Tiere. Ja, gelegentlich. Wenn ich die Möglichkeit dazu habe, sehr gerne. Habe ich auch. Gut aussehen. Das hast du mir alle gut aussehen. Wie viel kostet das? Das ist schwer. Zwei Heller. Kannst du dir leisten? Ja, dann habe ich noch drei. Ja, nimm es positiv. Das sind ja 30 Kreuzer. Das ist unglaublich positiv. Und dann ist der ganze Hase gehäutet. Auch genau. Gut gehäutet, also Sie können schon gut holen. Ja, natürlich. Also, ich kann das sonst würde ich das nicht als Dienstleistung anbieten. Ja, ne. Ich kann nicht teuer machen. Ist ja schon recht teuer. Und noch Fleisch noch? Also ich finde zwei Heller für einen gehäuteten Hasen ist schon ein sehr gerechter Preis. Ja, also ich kann das Feld danach weiterfahren. Ja. Würden Sie mir den Hasen abkaufen? Na, so mit so einem mageren Teil kann ich gerade nichts anfangen. Der hat voll gut gewürfelt, Mann, das kann nicht so mager sein. Ja, ne, der hat gesagt, der ist überhaupt nicht beschädigt. Naja, beim Pfeil oder sowas ist das Fell beschädigt. Aber wenn das mit und das Fell visiert und. Ich brauche ja, aber keine. Ich verkaufe leider hier keine Hasen, ich verkaufe nur meine Geschwister. Ich habe gerade Männerverstand statt meine. Gezüchteten Schweine. Gezüchtete Schweine. Ja, hauptsächlich. Ja. Und Kühe. Hasenzucht dann vielleicht drei Heller über die Haut. Nein. Mit 5 Wagen. Was kostet es drauf, wenn ich Sie bitte, dass Sie mir den Hasen auch noch, dass Sie mir das Fleisch von den Knochen trennen? Da würde ich dann alles zusammen 5 Heller von Ihnen nehmen. Also, nicht. Dann hast du noch 2. Nein, dann müsste es 7 Heller kosten. Kannst gar nicht rechnen. Ja, nimm das für 3. Dann hast du noch 15 übrig. Na, dann lasse ich das mal so. Ich danke. Gerne. Ich könnte Ihnen aber eine Schweinswurst anbieten. Für 5 Heller. Kann ich mal probieren? Er gibt dir eine Scheibe. Okay, ich nehme die Scheibe und esse sie. Muss ich darauf jetzt würfeln, ob sie mich schmeckt? Okay. Das kannst du selbst entscheiden, ob du die lecker findest. Okay, ich finde sie lecker. Ja gut, ich gehe zurück zu meinem Pferd und stecke den Hasen in die Tasche. Okay. Ich werde nervös. Und ungeduldig vor allem. Ja, nein, ich wollte gerade sagen, und dann begebe ich mich zu Elaine.
Gut. Markus? Und ich gehe was überlegen. Kannst du doch kein Glas herholen. So. Ja, dann. Ich gehe auch zu Helene und traut mir dazu. Ich gehe zu Helene und traut mir dazu. Okay. Ich habe ihn damals gesehen, aber Terry noch. Ich war auf dem Weg zum Schmied. Stimmt. Bin ich jetzt dort? Ja. Willst du nicht nur für was finden? Den Zülfen tut groß sein, mein werter Herr. Ich versuche ihm zu schmeicheln, ja. Gut sehen Sie heute aus. Wollen Sie ein Messer kaufen? Schauen Sie das an, das ist ja perfekt bearbeitet, ja. Zeig ihm mal das Messer. Ne? Schauen Sie an, die Klinge ist so scharf, ja, das ist. Beste, schnellste Messer. Beste Ware. Beste Ware. Was würden Sie denn dafür haben wollen? Oh, ich weiß nicht, was würden Sie mir dafür bieten, mein Herr? Gar nichts. Ja, schon mal ein guter Startpreis. Wir könnten aber irgendwie als. Der kann man runter machen. Da bleibt nur zwei übrig. Das ist für mich so lang vorbei. Da kannst du nicht sicher sein. Also, was würden Sie zu 12 Silbertalern sagen? Wucher. So ein billiges Messer, das stelle ich mir in 5 Minuten her. Dann machen Sie mal. Ja, okay, machen Sie mal. Ja, hier, bitteschön. Das habe ich eben gemacht, während Sie auf dem Weg hierher waren. Das ist eine deutlich bessere Qualität. Wollen Sie das kaufen? Wie viel wollen Sie dafür? 10 Silbertaler. Wucher. Was würden Sie zu 11 Silbertalern sagen? Also, das ist. Ja, nehme ich auch gerne. Da bleibt hier nur 12. Genau. Nein, ich meine das Messer, was ich ihm verkaufen will. Was tut mir leid, ich brauche Ihr Messer nicht. Wollen Sie es sicher nicht? Nein, ich bin mir sicher. Gibt es einen anderen Schmied in der Stadt? Nein, ich bin der Einzige. Okay. Der Beste. Was bieten Sie noch so an? Alles Mögliche, was gerade so gebraucht wird. Kettenhemden, Rüstungen. Ja, und noch? Schwerter, Dolche, Speere. Solche? Wie viel würde sein Dolch kosten? Endlich! Sein Wurfdolch, erzählen Sie mal. Ein Wurfdolch? Ja. 10 Silbermünzen, wie ich eben schon gesagt habe. Ein Wurfdolch? 10 Silbermünzen? Ich muss gleich mit dem Dolch. Ja, dann nehme ich gerne einen. Du könntest dir sogar. Ich nehme mir sogar 2 davon. Könntest du ja deine für 45 verkaufen und ihn dann 41 abkaufen? Ja, stimmt, schau, ich habe da einen normalen Dolch, ja, keinen Wurfdolch, ja. Beste Arbeit aus den Zwergen, aus irgendwelchen Minen, ja. Kinderarbeit. Was wollen wir? Ja. Wie viel würden Sie dafür geben? Das ist ein schöner. Ich kaufe Dolch. Leider nicht. Egal. Hätten Sie das auch mir früher sagen können? Habe ich. Ich stelle generell meine Sachen selber her und verkaufe sie. Aha, ich verstehe. Ja gut, dann würde ich 2 von diesen Wolf. Die Wolfdolche. Wolfdolche kaufen. Ja, würde ich 2 gerne nehmen. Sehr gut. Also, mach dann 20. Die 20. Ja, können Sie gerne auch. Die haben ja denselben Wert gehabt wie der Dolch, oder? Ja, sind halt Wolfdolche. Genau wie dein Wolfdolch, den du auch schon hast. Hast du nicht gekauft? Den habe ich. Hardcore und Deckendämmer. Ja. Sehr gut. Ich weiß, Magierin zu laufen. Wieso habe ich Krümel nicht mit ihm gekämpft? Warum willst du gegen die Kämpfe? Nee! Ich darf nie zu mal gekämpft werden, ne? Ja, ich will auch gerne mal. Also, ich würde gerne mal gegen den. Ich weitermachen. Ich probiere es und du lässt mich ja nicht! Ich bin eine Gruppe. Scheiß Startstraßen. Ich habe jetzt versucht, aggressiv einen Konflikt zu erstellen und keiner geht auf mich ein. Schon wieder ein Deutsch in einem Moment. Ich will mal Geld hergeben. Wurfwaffen, oder? Ja. Kann ich dabei oder so. Die 2 werden sich ja. Wir sein. Ja. Können wir weiter. Ich gehe Richtung Kirche. Gut. Kann ich aufschließen? So ich habe auf dich habe ich auf jeden Fall gewartet und ich will nicht so attent sein. Das ist, ja. Ich warte halt auf ihn nochmal. Ja, warte. In der Zwischenzeit bin ich zurück auf dem Weg zu dem einen Verkäufer, wo ich vorher war. Okay. Ja, jetzt geklaut. Ich verkaufe dein Problem vom Schmied, wo jetzt einen eigenen Dolch kriegt. Die Undercast der Einkaufsnacht ist heute. Lange Einkaufsnacht. Ja, wir gehen halt Richtung Kirche. Ja. Kapelle. Ihr kommt bei der Kapelle an.
Ich hab davor reinzugehen. Okay, geh, tu das. Ich geh da rein. Super. Ich geh nicht, bin ich gerade draußen. Aha. Und schau mich um, was noch in der Nähe. Was sehe ich? Du siehst Häuser. Wow, irgendwas nichts Besonderes. Okay, dann warte ich draußen. Okay, was ist denn? Oder kurz, die heißt nämlich halt Mihibam oder was? Mihibam. Das ist echt witzig, dass alle Probleme mit diesem Namen haben. Ja, aber auch ich verstehe die Aussprache nicht. Warum habe ich nachgedacht, der heißt Mihibam? Ja, ich auch. Mihibam. 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 Mit M. Mir. Nasen noch. Also mit M. Okay. Wahrscheinlich. Nass. Ich kann das nicht. Schon in der Flasche zurück oder so. Ich tue mal in die Hälfte. Okay, also, ist da drinnen? Ein Priest, eine Priesterin. Dann gehe ich zu dir hin. Weil. Gehe ich zu dir hin. Okay. Ich wollte fragen, ob ich weiß, wie in der Kirche gewählt ist. Sie war so, nein. Also. Die ist gerade im Gebet versucht. Der Wurf hat 45 Tage gekostet. Ja, eben. Genau wie der normale Dorf. Holy shit. Ich habe ein gutes Geschäft. Ne? Ja, ja, macht's weiter. In so einer Bank oder vor einem Altar? Beim Altar. Ich setze ihn runter aus der Bank vorne hin. Alles klar. Und warte. Ich würde mal. Ich muss mal den Hasen auf. Ich muss den Hasen wegmachen. Gut, das war ja nicht einer. Ja, ich habe ihn nicht gehabt. Ich bin ja bei dem Verkäufer angekommen, bei dem ich war. So, der Abend, die Links machen, okay. Mm. Der war gerade am Aufschreiben, deshalb. Ja, sehr geehrter Herr. Ja. Den Zwölfen zu groß, ja. der Schmied hat mich beauftragt, Ihnen dieses Messer zu bringen, ja. Aha. Mm. So schaut's aus. Und dafür 15 Taler zu verlangen, Silber Taler. Glaube ich nicht. Das kommt von Ihrem Schmied. Aha. Da können Sie Schmied. Ja, genau. Da können Sie sich sicher sein. Versuche ihn zu überzeugen natürlich, ja. Ja, möchtest du darauf würfeln, dass er überzeugen kann? Möchtig, ja. Okay. Was hast du denn für einen Wert da drauf? Es gibt überzeugen alleine. Habe ich oft nur. Ja, aber man muss auf irgendwas würfeln, damit kann er mir hoffentlich folgen. Nein, ich wollte nicht überzeugen, ich wollte überreden. Ich versuche ihn zu überreden. Aber das ist eher überzeugen. Davon zu überzeugen, dass er, dass der das Messer von seinem Schmied kommt und gut dann geschickt wurde. Aber überzeugen habe ich gar nicht. Das geht dann versuchen. Ja, vielleicht kann ich nur nicht. Aber also da steht für mich null. Da steht überzeugen. Ah. Ja. Aber ich kann es doch. Kannst du? Ich habe null. Also ich habe es gar nicht. Also, kannst du trotzdem probieren auf würfeln? Also null oder gar nicht? Gar nicht. Ja, das ist was. Ja. Okay, dann versuche ich ihn zu überreden, mir das Messer abzukaufen. Für 15 Silbertaler. Okay, dann darfst du einmal. Einmal? Nein, dann dreimal natürlich. Auch. Mut, Intelligenz und Charisma. Genau. 18. 16. Ich hab unser ganzes Pulver einfach schon in den ersten paar. Ja, aber. Wir sind voll dazwischen. Ja. Ich brauche ihre Messer nicht. Ein Versuch war es wert, ja. Also, ich gehe einfach zurück zur Taverne. Okay, zum okay. So, ich schaue mich in diese Kirche oder Kapelle? Kapelle. Ich schaue mich da um. Wie viele Leute sehe ich? Zwei. Sie und noch jemanden. Die Priesterin. Genau. Okay. Die Priesterin ist gerade im Gebet. Ja. Das habe ich ist sie heiß? Nein. Spezie und Bam. Nein. Okay. Wie kannst du das geschaut haben? Spezie und Feier. Die habe ich verstanden, was er gesagt hat. Kann ich erkennen, ob das Gebet noch länger dauern wird? Ich bin nicht in die Kirche rein, ich habe meine Kapuze runtergegeben. Sehr gut. Sehr gut. Ich tue das jetzt. Ist nicht erkennbar, ne? Nicht erkennbar, wahrscheinlich. Dann so, gibt es da so Kirchenbänke? Ich sitze auf einer. Richtig. Echt? Geil. Passt nicht mal, was ich mache, das dauert nicht mehr zu lang.
Ja, ich wollte gerade mal aufschreiben. Sag ich doch. Ja, ich war so vertieft in der Maße. Ja, dann setze ich mich da hin und warte, bis sie fertig ist. Du wartest draußen, ja? Ja, ich nehme welche von den Knochen raus und pack zum Schnitzen ab. Okay, gibt es irgendwas Bestimmtes, was du schnitzen möchtest? Ja, ich nehme die Kopf. Kann man ja auch noch was machen. Ja, ich bin so gerade reinkommen. Gut, ich warte grundsätzlich relativ lange. Ja. Dann möchtest du vielleicht noch irgendwie. Du gehst in die Lern, ja? Zum Wirt. Den Zürfen zu Kloster. Herr Wirt. Zum Gruße. Kann ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Ja, natürlich. Ich nehme gerne ein Bier, ja. Also, wie viel war das? Das war ein Heller. 10 Heller, genau. Boah, ich bin doch. Also, ich bin Alkoholiker. 10 Heller, also. Noch trinkfest, glaube ich. Ja, sehr geehrter Herr, ja. Da ich jetzt ein Bier, bitte schön. Danke sehr. wie Sie sehen, bin ich ja ein regelrechter Stammkunde schon seit einem Jahr, schon seit 2 Tagen. Ich rede gestern Abend erst angekommen, aber ja. Heute früh ist es gerade. Keine 12 Stunden. Wir kennen ja schon uns länger, ja. Wie ist Ihr Name denn? Wie bitte? Wie ist Ihr Name? Jetzt hoffe ich, mich zu überfordern. Der Namengenerator warten lassen. Das geht Sie gerade nichts an. Ja, okay, aber ich bin der Stammkunde. Ich stelle mich gerne aber trotzdem vor, ja. Ich bin der Wirt. Nennen Sie mich mein Name ist Arkon, ja. Guten Tag. Ich grüße Sie, ja. Guten Tag. Hallo. Würden Sie mir gerne ein Messer abkaufen? Ich meine, bauen Sie das an. Beste Ware, ja. Perfekter Stahl, ja. Rostfrei. Super zu merken. Nein, nein, nur ein Messer. Sie schneiden da durch Fleisch wie durch Butter. Aber haben wir es am Anfang gekauft? Geld verdient. Nur 15 Silbertaler. Das sieht mir eher nach einem Wurfmesser aus. Und das kann ich leider nicht gebrauchen. Ich möchte ein Messer verkaufen. Dann hat er ein Messer. Messer will ich verkaufen. Er verkauft das Messer. Okay. Messer. Ich dachte, du wärst noch bei dem Wurf. Darum weiß ich nicht, warum er sie gekauft hat. Tja. Ein Messer. Messer. Nein, ich habe eigentlich genug in der Küche. Aber schauen Sie sich das an. Perfekte Ware. Aber für 15 Heller kann ich eigentlich. Was? 15 Silbertaler kann ich eigentlich nicht Nein sagen. Ja, dann kommen wir ins Geschäft, oder? Na, alles klar. Ja, danke sehr. Ja. Jawohl, 5 Silbertaler verdient. David. Ja, ich weiß schon, was ich mache. Der hat es gerade abgekauft. Mhm. Nicht mehr. Ich weiß schon, warum der komisch vorkommt, ist von Anfang an. Vor allem, weil er erst genug vom Markt und draußen beim Markt ist, das bin ich erst um 15 Mal. Ja. Schnitz mir aus einem Knochen so eine Art Speerspitze, sag ich mal, ein schlechtes Messer. Mhm. Also nur eine Klinik. Ich könnte keins verkaufen. Solange du das nicht verkaufen möchtest. Nein, ich will es nicht verkaufen. Ich will es selber verwenden. Handwerk. So. Also muss ich noch drauf würfeln wahrscheinlich. Ja, natürlich. Ja, okay. Die Knochenbearbeitung wird nicht geben. Nein, es gibt Stoffbearbeitung, Steinbearbeitung, Lederbearbeitung, Holzbearbeitung. Es gibt gerade nicht. Kochen. Kochen. Ist auch okay. Es gibt noch Grobschmied. Habe ich auch. Aber ich glaube, das läuft ja. Nicht sowas wie Schnitzerei. Na, Holzbearbeitung ist das nächste dazu. Ja, aber meint man nochmal mit Holzschnitz. Ja, aber Knochen werde ich auch schnitzen oder nicht. Ja, nehmen wir Holzbearbeitung. Was, das habe ich nämlich gut. Also, warte, kannst du mir nochmal einen Briefing geben auf die Götter? Weil du hast